Herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich darf euch begrüßen. Heute hier so zwei Auslosungen. Das Rostbot TV Studio ist ja noch in der Winterpause, deswegen hier aus der heimischen Küche noch schlechter ausgeleuchtet als das Studio, aber ich denke, ihr seht es mir nach. Ja, heute gibt es, wie gesagt, zwei Auslosungen. Die erste, da geht es um das Speedpaint aus dem Adventskalender. Und bei der zweiten um die Postkarten. Ihr konntet Weihnachtskarten einschicken und der Gewinner, die Gewinnerin, wird einen Kinogutschein gewinnen können im Wert von 25 Euro. Ja, wir beginnen mit dem Speedpaint. Wir haben 9 Teilnehmer und ich habe mich dieser wunderbaren Überraschungseier bedient. Ne, die gab es ja auch zu gewinnen und natürlich habe ich auch noch einige rumliegen gehabt. Ja, und die eignen sich wunderbar zum Auslosen. Das werden wir tun. Wir nehmen die goldene Mitte. Mal sehen, welcher Name sich hier verbirgt. Das Ganze in die Kamera halten. Ja. Herzlichen Glückwunsch an Cody. Du hast das Speedpaint gewonnen. Ja, den Gegenbeweis werde ich jetzt nicht für alle antreten, aber wir machen mal ein, zwei Stück auf, dass ihr auch seht, es ging alles mit rechten Dingen zu. Und machen wir mal noch eins. Also ihr seht, ging alles mit rechten Dingen zu. Aber wie gesagt, Cody hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und ja, ich gebe das alles weiter und dann gibt es bald das Speedpaint. So, kommen wir zur zweiten Auslosung. Da ging es um den Kinogutschein im Wert von 25 Euro. Ja, einzige Aufgabe, ihr musstet eine Weihnachtskarte einschicken und ja, teilgenommen haben 3 Personen. Ja, schade, bei den ganzen Wettbewerben haben sehr wenige Englischsprachige teilgenommen oder aus Frankreich. Ist ja eigentlich der französische Server, aber wir hatten eigentlich sehr, sehr viele Teilnehmer nur aus Deutschland. Es gab ein paar bei den Wettbewerben, aber ja, ich hoffe, im nächsten Jahr haben wir doch noch mehr Community-Leistung, noch mehr ja, internationale Beteiligung. Ja, wir kommen zur Auslosung. Wir haben 3 Teilnehmer. So. Unser Gewinner des 25 Euro Gutscheines fürs Kino. Herzlichen Glückwunsch. Und als Gegenbeweis wollen wir natürlich auch die anderen beiden noch öffnen. Ja, danke trotzdem, dass ihr mitgemacht habt. Waren wirklich schöne Karten dabei. Vielen Dank dafür. Vielen Dank für die gesamte Beteiligung an dem Kalender und an den ganzen Aktionen. Und ich hoffe, wir kriegen nächstes Jahr auch wieder so tolle Aktionen zusammen. Und ja, zum Kalender sehen wir uns nächstes Jahr so ab Oktober wieder. Und bei Rostbot TV natürlich im Januar. Und jetzt habe ich noch eine kleine Besonderheit für euch. Vielleicht kennt ihr das, am Ende des Jahres da wird man oftmals eifrig. Und ja, ich schaue auch immer mal, dass ich dann noch die Schränke aufräume, damit man nicht so viel Altlast mit ins neue Jahr nimmt. Ja, und schaut mal, was ich gewonnen habe. Ja, die Älteren unter euch werden es noch kennen. Fällt schon was raus. Das GameStar Sonderheft zu Ragnarok Online. Ja, das Ganze schon aus 2006, also ist schon ewig lange her. Das war damals noch von Burda, natürlich mit viel Besonderheiten zu Midgard. Dann gab es natürlich Charakterbeschreibungen, Texte dazu, Fähigkeiten, Besonderheiten und sowas. Und vieles, vieles mehr, viel zu der Community und so weiter, zum Spielprinzip. Ja, das war tolles Produkt. Ich wusste gar nicht, dass ich das noch im Schrank habe. Ich habe es irgendwie vermutet, aber ich habe es gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Ja, Weltkarte von Midgard, natürlich noch ein paar Beschreibungen dazu und damals als Modembesitzer, nein, DSL war es dann doch schon, die Spiel-CD, ja, ich glaube damals knapp 1 Gigabyte groß, das Ganze. Ja, das waren die Besonderheiten, das war Ragnarok Online. Wäre doch mal ein Anreiz für unseren neuen Betreiber, sowas mal anzustreben.
schöne Sachen damals und mit dieser kleinen nostalgischen Erinnerung hier verabschiede ich euch aus 2012 und ja, freue mich auf ein ereignisreiches Jahr 2013 mit vielen Aktionen, Rosport TV natürlich wieder, ja, wir werden viele Gewinnspiele wieder machen und Aktionen und so weiter und ja, seid gespannt. Ich wünsche euch erstmal einen guten Start ins neue Jahr und alles Gute und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dahin, ciao.